Wir freuen uns natürlich über den Titel, auch wenn es kein großes Turnier ist, aber es gibt Selbstvertrauen, glaube ich. Es ist ein bisschen persönlicher Abschied für dieses Jahr. Und jetzt gehen wir positiv ins nächste Jahr, haben große Ziele mit der Qualifikation im Juni, Juli. Und da wollen wir wieder Gas geben. Unser Ziel ist es, unser Leistungsniveau konstant auf ein höheres Level zu bringen. Und ich glaube, der Supercup hat dazu beigetragen, dass wir das einen richtigen Schritt in die richtige Richtung gemacht haben. Und ansonsten bringen 3 Siege in 3 Spielen natürlich auch viel Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein. Ja, die Polen haben es uns wirklich schwer gemacht und die wollten den Cup genauso wie wir auch sehr gerne haben. Aber nichtsdestotrotz, die anderen 2 Spiele, gerade auch das Spiel gegen Schweden, war ein hartes Stück Arbeit und wir sind froh, dass wir uns unter diesen Bedingungen auch gut einspielen konnten. Gegen Schweden gewinnen ist nicht leicht, gegen Polen nicht und jetzt auch gegen Ägypten, die anstreben, Afrikameister zu werden. Und wir wollten uns gut verkaufen und ist uns, glaube ich, auch gut gelungen.